Für das nächste DIY braucht ihr auch wieder einen Klebstift, eine Schere und einen Bleistift. In eurem Beutel findet ihr die Ausschneidevorlage für den VW-Bus mit dem kleinen Tannenbaum obendrauf. Dann könnt ihr noch verschiedene Farben an Pappe verwenden und einen Wollfaden, mit dem später der Tannenbaum oben auf dem Bus fixiert wird. Bei dem VW-Bus habe ich mich für Rot und Weiß entschieden, ganz klassisch. Das Blau ist nachher für die Fenster, das Grün für den Tannenbaum und Gelb für die Scheinwerfer. Ihr fangt jetzt erstmal an, die Vorlagen auszuschneiden. So, wenn eure Vorlagen ausgeschnitten sind, dann werden die jetzt auf die Pappe übertragen. Der große VW-Bus kommt jetzt einmal auf die weiße Pappe und das wird dann mit dem Bleistift einfach wieder gezeichnet und später ebenfalls wieder ausgeschnitten. So, alle Teile sind ausgeschnitten, jetzt geht's ans Zusammenkleben. Dazu kommt der rote Teil auf den weißen. Ich korrigiere hier nochmal. Scheinwerfer nicht vergessen. Zu guter Letzt der Weihnachtsbaum. Und damit er auch während der Fahrt nicht runterfällt, fixieren wir den nochmal mit einer Schleife. Fertig ist euer VW-Bus. Wer möchte, kann jetzt gerne noch mit einem schwarzen Filzstift die Räder nachzeichnen und ein paar Details hinzufügen. Fertig ist euer Tannenbaumbus.